Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit. Von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zur vierten Folge der Pentalogie. Und heute geht es um das Element Metall in der TCM und wie es dir helfen kann, dein Leben besser zu leben und deine Persönlichkeit zu entwickeln. Ja, Metall ist auch ein, also da denken wir erstmal an Eisen, ja, aber es gibt ja viele Metalle, Edelmetalle, zum Beispiel Gold, Silber und viele andere. Also oft wird auch gesagt Metall und Erze. Ja, am Ende der Folge wirst du wissen, was dieses Metallelement mit deinem Leben, mit deiner Struktur zu tun hat. Also entweder wenn du zu viel Struktur hast oder auch zu wenig Struktur, dann ist da Metall auf jeden Fall ein ganz wichtiges Element. Aber es ist auch ein Beziehungsorgan, das werden wir gleich noch sehen. Du wirst auch, wenn du mit Nähe, Distanz so ein Thema hast, Ideen bzw. Lösungsmöglichkeiten entdecken, wie du das verbessern kannst, auflösen kannst, weil das auch ein Metallthema ist. Ja, schauen wir uns mal Metall oder Erze in der Natur an. Sie liefern Brennstoffe zur Energiegewinnung. Metall oder generell, wenn du das Material von Metall anschaust, dann hat Metall Härte und es hat Struktur. Es hat eine feste Struktur, es hat eine klare Struktur, keine gebrochene, sondern etwas, was, also je fester und klarer die Struktur, desto fester auch das Metall. Es ist langlebig und mit Metall kann man viel machen. Also man kann abdichten, ja, also wenn du was zuschweißt, dann ist es dicht. Du kannst es für eine Kühlung verwenden, du kannst es zum Sammeln verwenden, indem du ja, Metalldosen zum Beispiel hast. All das sind typische Dinge. Aber Metall vernetzt auch, also die ganzen Kabel, die um die Welt gespannt sind, um LAN-Kabel, dann bei uns kommt dann das LAN-Kabel raus. Die Kabel, die für Kommunikation da sind, die ganzen elektrischen Kabel natürlich auch, aber auch Wasserrohre, also wo auch Wasser herumgeleitet wird, Schienennetze, all diese Dinge basieren auf Metallen und verbinden uns Menschen. Und auch das ist etwas, was Metall macht. Es ist sozusagen die Regulationsphase zwischen Innen und Außen. Ja? Also das heißt, Erde ist ja noch ganz viel das Soziale, das Außen. Und Metall ist so dieses Zwischending. Also geht darum, was ist in mir und was kann ich rausgeben. Und ein sehr gutes, im Fluss kann man nicht sagen, ein balanciertes Metall ist jemand, der wahrscheinlich eine sehr starke, gute, selektive Authentizität hat. Also der grundsätzlich sehr authentisch ist, aber der situationsangepasst, menschenangepasst, manche Dinge vielleicht dann doch nicht sagt, weil es einfach gerade daneben ist, weil es nicht geht. Und diese Fähigkeit ist eine Metallfähigkeit, zu wissen, was ist in mir und was ist, gebe ich nach außen. Vielleicht habe ich einen inneren Konflikt, der aber gerade in diesem Moment nicht passend ist, angesprochen zu werden. Die Idee ist aber nicht, das nie anzusprechen. Das wäre eher eine Stagnation, das wäre eher etwas, wo etwas nicht im Fluss ist, sondern die Idee ist es dann zu einem passenderen Zeitpunkt, das anzusprechen. Oder vielleicht gibt es auch Konflikte mit deinen Eltern, wo du weißt, okay, du hast eigentlich alles gesagt, für dich ist es geklärt, aber dass es jetzt aufgelöst wird, diese Fantasie hast du gar nicht. Und dann wäre es auch die selektive Authentizität, die einem positiven Metallelement da entgegen spricht. Ja, was haben wir noch in der Natur? Wir haben Gold, das ist was Werthaltiges. Wenn du ein Flussbeet oder generell die Flüsse anziehst, die gehen ja nicht gerade durch, sondern die sind immer so nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Dadurch verlieren sie zum Glück auch Geschwindigkeit, sonst würden die auch ziemlich fetzen. Und das ist so ein Flussbeet aus Erzen, ja, die dieser Strömung Führung gibt, kann man sagen. Ja, und die auch Festigkeit gibt dem Wasser, dass es auch wirklich seine volle Kraft, oder nicht die volle Kraft, sondern die Kraft, die es gerade braucht, entfalten kann. Ja, auch die Mineralien sind Erze, die dann natürlich auch im Wasser und im Körper und überall wichtig sind. Ja, wenn wir uns das anschauen, Metall gibt Struktur und dafür steht Metall auch. Das heißt, Routinen ist ein klassisches Metallthema. Also jemand, der starke Metallenergie hat, ist jemand, der einfach Routinen umsetzen kann. Und vielleicht um ein bisschen die Differenzierung zum Holz zu schaffen. Holz ist sowas, da willst du machen, da willst du aufbauen und da ist auch Wachstum drin, da ist auch Power dahinter, also auch eine Form der Disziplin. Und Metall ist eher die Form der Disziplin, wo du es tust, egal welche Emotion du hast. Und wenn es, also gibt ja, was wir zum Beispiel machen, ist, wir frühstücken jeden Morgen seit vielen, vielen, vielen Monaten, ich würde sagen ein halbes Jahr ungefähr, einen Frühstücksbrei, alle gemeinsam. Da sind Haferflocken drinnen, Leinsamen, Chiasamen,
Sangomeros-Koralle, ein bisschen Mandelmus, Datteln, Feigen und dann ein bisschen saisonales Gemüse, also je nachdem Apfel oder Weintrauben oder was auch immer. Aber die Basis ist ja immer dieselbe, ist eigentlich da fast jeden Tag dasselbe. Das ist klassisch Metall, das ist stinklangweilig. Also es ist für Menschen wie mich auch erstmal ist am Anfang noch cool, was Neues und dann nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, na gut, es schmeckt halt immer gleich. Und nach ein paar Monaten spätestens ist es ein bisschen langweilig. Und das ist Metall. Du hast eine Routine, du machst etwas und du machst es dann irgendwann nicht mehr der Leidenschaft wegen, sondern wegen der Routine wegen. Aber der Musiker, der immer und immer und immer und immer und immer wieder dasselbe trainiert und macht und tut, ja, das braucht ganz viel Metallenergie. Ja, jetzt bin ich schon beim Musiker und da denken wir vielleicht an die Stimmgabel, das ist ja auch aus Metall. Und so eine Stimmgabel, wenn du die anklingen lässt, dann hat die eine Schwingung. Schwingt ganz schnell hin und her. Man könnte auch sagen einen Rhythmus. Und Metall steht auch für Rhythmus, also nicht nur für Struktur und Routine, sondern auch für Rhythmus. Also etwas, was immer wieder gleich ist. Also auch da haben wir das. Ein Viervierteltakt klingt anders als ein Dreivierteltakt und ein Fünfvierteltakt. Und so weiter und so fort. Also klar, du kannst natürlich da ein bisschen herumtricksen, damit es dann ähnlich klingt, aber diese Takte geben eine Struktur vor. Mit bestimmten Takten kannst du eine bestimmte Musikart eher produzieren als eine andere Musikart. An sich kannst du dann total kreativ sein. Und das ist auch so was Metallmäßiges. Du hast eine klare Struktur und im besten Fall gibt es dann Kreativität. Das kann das Feuer entfachen, die Inspiration entfachen, wenn wir eine klare Struktur haben, wenn es nicht zu viel ist und auch nicht zu wenig ist. Ja, das heißt Struktur, Rhythmus sind zwei starke Themen und dann auch das Thema Nähe und Distanz. Dazu muss man wissen, dass dem Metallelement die Lunge zugeordnet wird. Ja, die Lunge ist ja auch so das Organ, was nach außen und was nach innen geht. Und da haben wir auch diesen Rhythmus wieder drinnen. Und da haben wir auch dieses Thema Nähe und Distanz. Ja, auch die Haut als Abgrenzungsorgan. Also Metall steht auch für das Abgrenzungsorgan. Das haben wir natürlich auch, wenn zum Beispiel, es gibt so, also du kannst natürlich mit einer Axt kannst du den Wald roden und ihn kleiner machen, ja, ihn eingrenzen. Du kannst aber auch zum Beispiel, es gibt, wenn man weiß, dass ein bestimmter Busch maximal einen Meter in die Tiefe wächst und dann sich dort weiter verwurzelt und weitere Büsche wachsen, dann kannst du natürlich Metallzaun machen, der, also nicht Zaun, sondern schon das, was dicht ist, was über einen Meter runtergeht, so dass sich das nicht weiter ausbreiten kann, zum Beispiel. Also du kannst damit Metall dieses Holz begrenzen. Und so ist auch das Metall ein Abgrenzungsorgan. Und zwar sowohl gegenüber anderen, ja, als auch abzugrenzen, was gebe ich nach außen, was gebe ich nicht nach außen. Ja, was tut mir und uns gut, wenn ich das jetzt sage, und was ist vielleicht etwas, was man besser für sich behalten sollte. Ja, also jetzt mal ganz banal, wenn ein Mann jetzt jedes Mal, wenn er an eine andere Frau denkt oder gerade geil ist, das seine Frau äußern würde, das wäre wahrscheinlich nicht ideal für die Beziehung, sage ich mal ganz, ganz simpel. Ja, schauen wir uns mal so ein archetypisches Beispiel von Metall an. Das wäre der Diplomat, also jemand, der sehr geschickt kommuniziert, eben sich genau überlegt, was er sagt, wie er es sagt, wie er es übersetzt vielleicht auch, wenn er gerade Dolmetscher-mäßig da ist, aber der zwischen zwei Teilen irgendwie verhandelt. Und wie so eine Waage kannst du dir das auch vorstellen. Die besteht ja meistens auch aus Metall oder zumindest früher. Hatte die aus Metall oder war das Zink? Weiß gar nicht. Auf jeden Fall also irgendeine Metallart bestanden. Und der vermittelt eben zwischen dem, was innen ist und dem, was außen ist, so primär, aber kann natürlich auch zwischen Menschen vermitteln. Ja, das klingt jetzt alles vielleicht sehr viel, deswegen fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen. Metall steht für Struktur, für die Form, für Routine, das ist ein Bereich. Metall steht für dieses Verhältnis zwischen Nähe und Distanz. Wie nah lasse ich jemanden an mich ran oder etwas an mich ran? Wie weit gehe ich auf Distanz? Auch dieses Nähe- und Distanzverhältnis zu regulieren. Da gibt es übrigens viele Menschen, die mit dem ein Thema haben. Dazu gehört dann auch das Thema selektive Authentizität und auch Grenzen setzen oder auch Grenzen erweitern. Also beides, je nachdem. Also auch da die Balance zu haben bei diesem Thema. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Rhythmus. Das gehört auch irgendwo zur Struktur rein. Das sind so die großen Oberthemen. Jetzt kann man relativ einfach erklären, was ist, wenn man zu viel bzw. zu wenig davon hat. Gehen wir mal von zu wenig aus. Da kann ich aus meinem Leben erzählen. Ich hatte früher
zu viel Feuer und zu wenig Metall. Also man, wenn es ganz übertrieben ist, dann ist man von der einen Sache begeistert und dann ein paar Tage später von der nächsten und dann ein paar Tage später von der nächsten und die nächste und die nächste. Der klassische Persönlichkeitstypus des ENFPs, wie es im 16 Personalities, gibt es einen kostenfreien Test im Internet, kannst du mal eingeben, 16 Personalities, vorkommt. Das ist jemand, der viel Feuer hat und vielleicht ein bisschen zu wenig Metall. Ja? Und ganz krass wäre das halt wirklich von einer Begeisterung zur nächsten. Nicht ganz so krass ist halt, wenn man viele Projekte anfängt, aber nicht abschließt. Metall ist jetzt nicht das Abschließende, aber Metall ist etwas, was Routine erzeugt, einfach dranbleiben erzeugt. Man macht es einfach weiter. Man ist vielleicht am Anfang von einem Sport begeistert, wenn man viele, wenn man die Erfolge sieht und irgendwann sieht man keine Erfolge. Man ist auf dem Plateau und dann brauchst du Metall. Und wenn du zu wenig davon hast, dann gelingt dir das eben nicht. Dann wird es sehr, sehr schwer sein, in einem Gebiet Meisterschaft zu erlangen. Auch Außenbeziehungen können dann, also du kannst super gut Kontakte knüpfen, aber Freundschaften bleiben dann halt auch nicht. Das wäre auch ein Faktor von zu wenig Metall. Oder auch natürlich, wenn das Grenzen setzen gar nicht funktioniert, also du ständig an dich Dinge heranlässt, dann hat man oft auch Hautthemen, ist auch unser Grenzorgan, das sind alles so Beispiele für zu wenig. Ja, wenn du zu viel davon hast, auch in Disbalance, dann zu viel Struktur, dann kann es sein, dass auch die Gelenke steif sind oder generell du ein bisschen steif bist. Das ist so, kannst du dir vorstellen, als Metapher, als hättest du dir deinen eigenen Käfig gebaut, aus Metall natürlich, in dem du jetzt drin lebst. Und manchmal macht man dann die Außenwelt verantwortlich für den Käfig, den man sich da gebaut hat. Was ein Thema auch bei Metall ist, was ich noch so gar nicht erwähnt habe, ist das Thema, es richtig zu machen. Also das heißt, wenn ich jetzt, ich bin so ein Seminarteilnehmer, die mich manchmal fragen nach so einem NLP-Format. Also ein NLP-Format ist einfach eine Schritt-für-Schritt-Anweisung, um ein bestimmtes Ergebnis zu erlangen. Das heißt, da gibt es ein Format, das hat 6 Schritte und jemand, der dem Metall sehr wichtig ist oder im Moment gerade sehr wichtig ist, der fragt dann, ja, aber ist das so richtig? Jetzt haben wir das so und so gemacht, kann man, ist das richtig so? Nicht funktioniert es so oder ist es, was sagst du dazu? Sondern ist es richtig so? Also ist es die Struktur, die wir da brauchen? Also generell bietet NLP sehr viel für Metallmenschen, da mache ich vielleicht nochmal eine eigene Folge, TCM und NLP, also NLP mit TCM zu erklären, das wäre so der Titel, den ich da im Kopf habe. Und NLP bietet unglaublich viel Metall, weil wir ganz viele vorgefertigte Strukturen haben, die wir einfach als Blaupause mal übernehmen. Die Idee ist dann natürlich, rauszukommen aus dieser Struktur. Also nicht im Metall zu verharren, nicht das Metall größer und stärker und immer mehr zu machen. Das war überhaupt nicht die Idee der Begründer. Da gibt es übrigens, das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber im österreichischen NLP-Verband, da gab es die Idee, dass man alle Formate, die es gibt, mal sammelt. Und die Prüfung macht man dann folgendermaßen, also das wären dann ein paar hundert Formate gewesen damals, das ist jetzt schon viele Jahrzehnte her und es waren damals schon ein paar hundert, je nachdem, wie du halt auch zählst. Und dann wäre die Idee, dass die Prüfung daraus besteht, dass der Practitioner oder Master, wie auch immer, halt aus den jeweiligen Formaten ein Format vorführen muss. Und da gab es dann Einspruch mit der Idee, ich glaube nicht, dass es die Idee ist von NLP, dass wir Dinge, die wir als Formate lernen, nachzumachen, sondern die Idee ist eigentlich Modeling of Excellence, das geht ja darüber hinaus, einfach nur was nachzumachen. Aber das ist also dieser klassische Metallaspekt, ja, also auch Schule hat ganz viel Metall, immer dasselbe, ja, das Salutieren, also Aufstehen, das Salutieren macht man nicht mehr, aber davon kommt es, ist noch so ein alter Metallbestand, also etwas zu machen, was eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Man macht es trotzdem. Ja, das heißt, da ist dann zu viel Struktur da und wenn du zu viel Struktur hast, dann geht auch oft das Feuer aus, dann kann auch das Holz nicht richtig wachsen, dann fängt man vieles gar nicht an, man bleibt halt in dem. Ja, man pflegt Kontakte, um sie zu pflegen, aber man sieht vielleicht gar keinen Sinn dahinter, aber man macht es halt trotzdem. Das wären so Themen von zu viel Struktur. Ja, eine Tugend von Metall ist dann die Hilfsbereitschaft, was hier meint, der Dienst an der Gemeinschaft. Ja, also auch dem Außen etwas zu geben. Ja, natürlich nur das, was man geben kann. Das ist wieder das Thema Nähe und Distanz. Also so viel zu geben, wie es Sinn macht und nicht zu viel. Und etwas, was wichtig sein kann, damit es auch gelingt, ist eben genau diese Themen zu regulieren. Also die Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du bei Metall ein Thema hast, ist, lebe ich in meinem Rhythmus? Es ist relativ einfach, das zu beantworten, wenn du öfters krank bist, wenn du öfters das Gefühl hast, boah, es ist dir zu viel oder es ist dir auch zu oft langweilig, ja, dann kann man davon ausgehen, du lebst nicht in einem Rhythmus. Ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt so Tage, da bist du hochproduktiv, arbeitest du vielleicht wirklich viele, viele, viele Stunden hochproduktiv und am nächsten Tag willst du wieder produktiv sein. Es gelingt aber nicht.
Das ist das Gegenteil der Fall. Jordan Peterson sagt so schön, es bringt ihm nichts, wenn er 5 Stunden am Stück für sein Buch schreibt, weil er dann weiß, dass er die nächsten paar Tage nicht oder kaum schreiben kann. Ja, ich glaube, sein Maximum sind 3 Stunden oder so, die er am Stück schreiben kann. Mehr macht für ihn keinen Sinn, weil dadurch die Tage darauf unproduktiv werden. Und da gibt es verschiedene Menschen. Die einen haben so einen gleichmütigen Rhythmus, immer jeden Tag dasselbe. Andere haben so einen asynchronen, also asynchron kann man nicht sagen, einen Rhythmus, der mal auf, mal runter geht. Das heißt manchmal mehr, manchmal weniger. Und beides kann gesund sein, aber du musst halt deinen Rhythmus finden. Und die Frage ist, kennst du deinen Rhythmus? Und wenn nicht, dann kannst du halt auf die Suche gehen, was dein Rhythmus ist. Ja, bei Nähe und Distanz ist natürlich die Frage, auf welchem Pol bist du? Bist du eher ein Distanzler? Bist du eher jemand, der ständig die Nähe sucht? Wobei meistens ist es dann auch so, dass wenn man die Nähe ständig sucht, dann so wirklich nah, das wirkliche Nahsein dann ja nicht gelingt. Und da auch so die Frage, was brauchst du? Was brauchst du für die selektive Authentizität? Was brauchst du, damit du jemandem wirklich nah sein kannst? Was brauchst du aber auch, um dich abzugrenzen, um Nein zu sagen? Ist Nein sagen ein Thema? Ja, dann könntest du dein Metallelement stärken, um genau das zu üben. Probier das mal aus. Sag mal, in der nächsten Woche zumindest 5 Gelegenheiten Nein, wo du ganz klar Nein denkst, aber das dann doch nicht machst oft. Ja, gibt es einen schönen Spruch, ein Nein oder ein Ja zu jemandem anderen ist ein Nein zu sich selbst. Und das ist genau das Thema von Metall. Ja, also das, was im Inneren ist, auch nach außen zu kommunizieren und nicht dort zu belasten im Inneren, wenn es denn nach außen gehen soll. Ja, was ist noch so ein Thema vom Metall? Wie kann man es noch stärken? Also bei mir war es natürlich dann einfach wirklich Routinen aufzubauen. Also einfach ganz platt eine Morgenroutine aufzubauen, ganz platt eine Essensroutine vielleicht aufzubauen. Das heißt nicht, dass du jeden Tag dasselbe isst, aber ich habe schon erwähnt, ja, der Morgenbrei zum Beispiel, der ziemlich gesund ist, den einfach jeden Tag zu essen. Ja, hat man eine Mahlzeit am Tag, die ist gleich, der Rest ist dann variabel. Und also die Idee ist bei Metall ja, dass wenn du eine klare Struktur hast, dass du dann kreativ sein kannst. Das ist ja das Geile beim NLP. Du kannst jemanden, der gar keine Ahnung hast, hat von dem ganzen psychologischen Kram sehr simpel, sehr einfach die Formate erklären. Die kriegen das auch ziemlich einfach, ziemlich gut hin. Und wenn die das öfters machen, und das ist ja dann die Idee, dann verlassen sie diese Struktur. Ja, und das ist auch der Sinn von Metall. Ja, Metall wird ja dann zu Wasser. Wasser fließt. Wasser kannst du nicht irgendwie greifen und dann ist es in dieser Form, das verändert ständig die Form, das ist praktisch, das kann man fast sagen, das Gegenteil von Metall. Und das ist ja das Ziel, könnte man sagen, von Metall. Also Metall verwirklicht sich im Wasser. Und damit sich das aber verwirklichen kann, brauchen wir die klare Struktur. Ja, also wenn ich jetzt einfach nur so sage, ja, mach halt intuitiv und wie du, probier mal aus, vielleicht sogar ohne Feedback und die Leute probieren, ja, da kann man ein bestimmtes Level erreichen. Aber richtig gut wirst du, wenn du erstmal diese Regeln ist ja auch ein Metall-Thema, diese Regeln, diesen Rhythmus befolgst und dann, wenn du Meister bist, kannst du die Regeln auch brechen. Und das wäre dann der Übergang zum nächsten Thema, nämlich zum Wasserthema. Ja, abgesehen davon, von dem Teilnehmer oder von vielen Teilnehmern, die ich hatte, die halt immer wissen wollen, wie es richtig geht, jetzt mal was Positives. Das sind Leute, die haben sich am Anfang der Ausbildung schon eine Struktur gesetzt, wie oft sie üben wollen, mit wem sie da üben wollen. Also die haben sich dann auch schon Peergroup-Termine gemacht, wie zum Beispiel, ja, wir treffen uns jeden Mittwochabend um 20 Uhr, das ist so ein klassisches Metallelement, also man weiß noch gar nicht, was alles auf einen zukommt, aber man übt schon mal jede Woche. Das ist, also da ist sich auch viel Feuer dahinter, aber wenn die es bis zum Schluss durchhalten, ist das auch Metall. Weil vielleicht hat man gar kein Thema, vielleicht hat man auch gar keine Lust, an dem Tag zu üben. Sie machen es trotzdem. Ja, da ist natürlich auch das Erdelement mit dabei, weil die anderen sind ja auch dabei. Ein anderer Teilnehmer, an dem ich mich gerade erinnere, der hat sogar es gibt ja bei mir in der Ausbildung oft, je nach Ausbildungsart, so ein Umsetzungsjournal, also so ein kurzes nur für sich selber so ein Protokoll, was hat man für Erfolg erlebt, wie kann man es besser machen. Also so ein paar gute Fokusfragen, um einfach richtig gut zu werden in dem Bereich. Und der hat das schon vorstrukturiert. Ja, der hat das ein bisschen umformuliert für sich und wie so ein eigenes Buch sozusagen hat er das formuliert und geschrieben und vorformuliert, damit er dann das auch immer wieder wöchentlich oder je nachdem oder monatlich halt eintragen kann auf eine neue und sehr viel umfangreichere Art, als ich das vorgegeben habe. Und das ist natürlich eine Möglichkeit. Auch das ist ein Mentalelement, also das Ganze wirklich nicht nur durchzuplanen, sondern auch durchzuhalten bis zum Schluss. Ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge. Die Frage, die du stellen kannst, ist, hast du zu viel Struktur und oder zu wenig Struktur in deinem Leben? Und zu wenig Struktur, das ist, wie gesagt, ich habe oft hineingelebt und du wirst nicht richtig gut in dem Bereich, du kommst auch nicht, also man wird so, hat so ein bisschen, man ist ein bisschen kreativ, aber so richtig kreativ bist du erst, wenn du eine klare Struktur hast, die du dann auch verlassen kannst. Ja? Umgekehrt, zu viel Struktur findest du meistens bei Menschen, die eben nicht nur körperlich steif sind, sondern auch geistig ein bisschen steif. Es ist meistens ein bisschen anstrengend, mit denen zu reden, weil die so in ihrer Welt sind. Ja, da ist es oft uninteressant. Und dann ist die Frage, was brauchst du,
um diese Struktur zu verlassen. Ja, das hat meistens mit dem Thema Sicherheit zu tun. Wie kannst du dir anders diese Sicherheit geben, um diese Struktur zu verlassen? Was kannst du tun, um dich so sicher zu fühlen, dass du auch mit weniger Struktur, vielleicht teilweise sogar gar keiner Struktur, auskommst? Ich gebe dir noch ein Beispiel aus unserer Kindererziehung. Wir haben eine sehr klare Struktur. Vielleicht hast du ja den Anfang des Jahres den Podcast mit meiner Frau gehört. Da habe ich sie ja interviewt zu dem Thema Amy Pickler. Und da gibt es ganz klare Strukturen. Also da gibt es einen abgegrenzten Bereich, also wirklich ein physisches Gitter, wo die Kinder spielen können. Und da gibt es ein paar ganz klare Regeln. Und wenn man das macht, und das ist jetzt das Interessante dabei, ist, wenn man dieses Metall durchhält, dann, und das erleben wir auch, entwickelt sich ganz viel Wasser. Also dann entwickelt sich ein freies Kind, das selbstständig denkt, das selbstständig arbeitet, das selbstständig Gedanken formuliert, das selbstständig spielt, das seine eigenen kreativen Dinge nachgeht, seine eigenen Impulsen. Das entsteht aber aus dem Metall. Also es hat nicht so gut funktioniert, zum Beispiel, wie wir das Gitter noch nicht hatten. Da haben wir einige Regeln befolgt, aber dieses Gitter eben nicht. Also dieser eigene Bereich, dieser eigene Space, der war eben noch nicht da. Und dieses Metall führt eben zu Wasser, führt genau dorthin, wo man hin will. Und viele sagen, nee, Metall, man hat zu viel Struktur, ist schlecht, weil dann werden die Kinder erst recht nicht selbstständig. Blödsinn. Ja? Also die Struktur ist schon sehr gut. Die Frage ist natürlich, welche Struktur? Also die Schule zum Beispiel hat viele Strukturen, die halt nicht sinnvoll sind, um selbstständig denken zu können oder selbstständig denken zu lernen. Aber Struktur an sich ist nicht schlecht, sondern sehr, sehr sinnvoll. Ja, also kurz zusammengefasst, die wesentlichen Elemente, die wesentlichen Schlagwörter beim Thema Metall sind Rhythmus, Nähe- und Distanzverhältnis, also auch so, ja, dass man sozial eingebunden ist und dass das auch ermöglicht wird mit diesen Außenbeziehungen und das Thema Routine bzw. Struktur. Und das oder das alles sind Themen, die in Balance sein sollten, so wie bei allen fünf Elementen. Und hier ist natürlich die Frage, sind die in Balance bei dir und wenn nein, was kannst du tun, um sie in Balance zu bringen. In diesem Sinne, viel Spaß dabei beim Explorieren und bis zur nächsten Folge, zur letzten dieser Pentalogie, nämlich zum Thema Wasser. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch auf iTunes. Wenn du mehr möchtest, dann schau auf meinem persönlichen Telegram-Kanal Selbstbeeinflussung vorbei oder bei einem meiner Webinare, die interaktiv und kostenfrei sind. Diese findest du auf meiner Website, genauso wie das Audioprogramm, welches mit dem Gutscheincode Podcast günstiger zu erwerben ist. Wenn du wirklich Meisterschaft erlangen möchtest oder dir der Podcast einfach zu wenig ist, dann lade ich dich ein zu einem NLP-Seminar von mir persönlich oder zu einer NLP-Ausbildung. Schau einfach mal vorbei auf die Website. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Dein Marian. Ciao dir. Tschüss.